Stuttgart 1931. Hitler bahnt sich seinen Weg an die Macht, als Firmengründer Robert Bosch ein letztes Mal Vater wird. Eva und ihr 3 Jahre älterer Bruder Robert wachsen im nationalsozialistischen Deutschland auf und bleiben von der umfassenden Nazi-Propaganda nicht verschont. Obwohl sich ihr Vater im Widerstand engagiert, ist Eva Mitglied im Jungmädelbund und versteht erst nach und nach die Tragweite der Ereignisse. Gerade weil er sich wirklich engagiert hat und den Widerstand unterstützt hat, das war ja alles kein Honigschlecken. Also man musste da wirklich vorsichtig sein. Wussten wir Kinder nichts. Er hat uns ja auch nicht sagen können, das ging ja auch gar nicht. Ihr geht nicht zu den Jungmädeln oder zum Jungvolk, wie mein Bruder ja war. Also jedenfalls bei uns war es nicht der Fall. Wir gingen dahin und mir hat es sehr gut gefallen. Und dann habe ich mal, ich meine, das habe ich schon oft erzählt, dass er in einem Gespräch mit irgendeinem Gast, ich überlege mir immer wieder, wer das war, in seiner Verzweiflung und Wut, also eigentlich mehr, wenn ich geschrien hat, warum bringt den Kerl niemand um? Und ich habe schon sofort verstanden, wen er meint. Und ich war entsetzt. Ich dachte, um Gottes Willen, was sagt er da? Und ich habe mich eigentlich geschämt, dass ich einen Vater habe, der sowas sagt. Über ihre Erlebnisse hat Eva Madelung einen teilweise biografischen Roman geschrieben. Reden, bevor es zu spät ist. Mit beeindruckender Offenheit spricht sie über die blendende Macht der Propaganda und die schwere Zeit der Aufarbeitung nach dem Krieg. Naja, ich war eine begeisterte Nationalsozialistin, solange ich da zu den Jungmädeln ging. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, wenn du... Ja, also diese Protagonistin ist 8 Jahre älter als ich. Wenn du 8 Jahre älter gewesen wärst, du hättest da sauber reinrasseln können. Egal, ob dein Vater oder vielleicht auch gerade aus Trotz oder was, weil er dagegen war. Und weil ich fand das irgendwie toll. Und ich kann es verstehen, dass Menschen da reingeraten sind. Wirklich sehr gut. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben. Die Leute, die heute sagen, ihnen wäre das nie passiert, die wissen nicht, wovon sie reden. Das ist schon meine Meinung. Das habe ich so langsam Stückchen für Stückchen realisiert, dass da in unserer Familie, sprich mit meinem Vater, was war, dass er auf der richtigen Seite gestanden hat und dass ich wahrlich mich seiner geschämt habe, aber eigentlich auf ihn stolz sein kann. Eva Madelung hat selbst keine Ambitionen, in der Firma ihres Vaters mitzuwirken. Literatur, Tanz und Bildhauerei sind ihre Leidenschaft. Beruflich gelingt ihr eine erfolgreiche Karriere als Familientherapeutin. Ich meine, ich hatte natürlich den großen Vorzug, ich konnte immer das machen oder arbeiten, zum Teil also künstlerische Tätigkeiten wie Bildhauerei und so, das konnte ich halt machen, weil ich mir es leisten konnte. Und ja, also zu Hause dann das Mittagessen, weil ich ein Mädchen hatte, das auf dem Tisch stand, wenn ich nach Hause kam und die Kinder versorgt und so. Aber mir war es wichtig, vielleicht auch gerade deshalb, weil ich ja genügend Geld hatte, trotzdem ähnlich wie andere Menschen berufstätig zu sein und mir sagen zu können, also zur Not könntest du dein Geld auch selber verdienen. Dass ich Therapeutin würde, konnte ich mir eigentlich nie vorstellen. Ich habe immer gedacht, irgendwie Schriftstellerin oder seit langem wollte ich auch Schauspielerin werden und so, aber das ist lange her. Nee, das hat sich so ergeben, eigentlich über eigene Schwierigkeiten, die ich zum Teil durch eine Therapie, zum Teil auch durch Auseinandersetzung mit C.G. Jung, also ich habe sehr viel C.G. Jung gelesen eine Zeit lang und konnte mit diesen psychosomatischen Dingen, die ich hatte, fertig werden. Und das hat mich, wie ich merkte, jetzt hast du das überwunden, da habe ich mir gedacht, also eigentlich müsste das ein toller Beruf sein. Und hatte damals schon die Idee, Psychoanalytik, eine Ausbildung in Psychoanalyse zu machen, wurde aber dann nochmal schwanger. Und diese Ausbildung, die damals wäre 4-mal die Woche am Abend und so, das wäre mir einfach zu viel gewesen, hat sich das so ergeben, dass über ein Angebot, Co-Therapie zu machen bei einem mir bekannten Psychotherapeuten, also der Professor war hier in der Uni,
bin ich so langsam in die therapeutische Laufbahn reingerutscht, habe dann verschiedenste Ausbildungen gemacht und bin da eigentlich ganz erst am Ende bei der Familientherapie gelandet. Also wir haben ja das lösungsorientierte Vorgehen in der Therapie, also nicht das problemorientierte, wo man dann immer schaut, was war denn alles, was ist denn alles problematisch, was ist denn passiert in der Vergangenheit, was war denn alles so schlimm, sondern eher in die Zukunft guckt und vielleicht vom Ende her schaut. Wie sieht denn das aus, wenn das gelöst ist? Was ist denn da inzwischen passiert? Oder dass man verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, dass eine gewisse Wahl da ist oder sowas. Also man schaut mehr in die Zukunft. Was die Familie Bosch verbindet, ist ihr gemeinnütziges Handeln. Der Unternehmer Robert Bosch war stets geprägt von einem tiefgreifenden Humanismus, der sich in zahlreichen Spenden widerspiegelte, aber auch in der Gründung des Robert-Bosch-Krankenhauses im Kriegsjahr 1942. Von meinem Vater gibt es ja das berühmte Diktum, sei Mensch und ehre Menschenwürde. Damit ist schon sehr viel gesagt, also gegenseitiger Respekt. Sobald er halbwegs verdient hat oder also gut verdient hat, hat er große Spenden gemacht. Das erste war, glaube ich, für die TH in Stuttgart, wo er selber nicht realisiert ist, weil er seine Schulbildung zu schlecht war. Und das hat sich auch so fortgesetzt in dieser Familie. Wir wurden ja damals aus der Firma zum großen Teil ausgezahlt. Und das war eine Menge Geld. Und mein Bruder und ich haben gesagt, davon, die Hälfte davon machen wir eine eigene Stiftung. Das hatte auch den Hintergrund, dass wir beide schon also sozusagen Unterstützung oder Spendentätigkeiten in größerem Maße hatten, sodass wir sagten, das ist doch dann eigentlich sehr viel besser, wenn wir eine eigene Stiftung haben, wo wir Dinge, die uns ganz persönlich am Herzen liegen, auch fördern können. Das ist ja doch sinnvoll, wenn noch mehr Geld der Allgemeinheit zugutekommt. Und insofern war das eigentlich für uns beide ein, ich würde sagen, erleichternder, leichter Entschluss, das zu machen. Und dann hatten wir das Vorbild der Robert-Busch-Stiftung, da hat sich dann mein Bruder, also er hat das, die Formalitäten hat er damals alles gemacht, angelehnt und ich habe mich da sehr gerne angeschlossen. 1971 gegründet als Stiftung für Bildung und Behindertenförderung, ist sie heute bekannt als Heidehof-Stiftung und vergibt unter anderem den renommierten Deutschen Schulpreis, gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung. Also was ich immer wieder erlebt habe, was eine wichtige Rolle der Stiftungen ist, dass sie sehr viel schneller als staatliche Institutionen Dinge unterstützen können, die neu sind, also etwas initiieren können, was bisher nicht da war oder was erstmal ausprobiert werden muss. Und dann, wenn das wirklich sinnvoll ist, dass es dann eben eine staatliche Unterstützung, dafür sind sie. Es gibt ja auch die Kritik, die sagen, Stiftungen, da bestimmen dann ein oder zwei Leute, was da passiert. Aber ich denke, das ist nicht demokratisch. Aber ich denke, der Staat weiß auch nicht alles und macht auch nicht alles super toll. Und ich glaube, es kann nicht genügend Stiftungen geben.